Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, ich bin einigermaßen laut für euch. Und wir sehen hier gerade, ich packe hier gerade dieses schöne Päckchen aus. Ja, und man sieht ja auch wunderbar dieses schöne Paket von Amazon. Ja, wie immer. Und ja, wie gesagt, ich wollte mir einfach was Neues gönnen. Ja, ich sieht mal, die Kamera braucht halt ein bisschen, bis sie sich scharf. Ja. Aber man kann es, glaube ich, scharf gestellt. Ich habe extra, bevor ich das ganze Video jetzt aufgenommen habe, habe ich geben kann. Ja, und jetzt mache ich es mal schön auf. Also, ich sag mal so, selber rede ich jetzt irgendwie laut, weil von außen, ja. Von daher denke ich mal, das ist ja jeden Begriff. Ja. Und da, weg damit. So. So, wie genau, jetzt überlege ich erstmal selber, wie mache ich dieses schöne Paketchen auf. Und ja. Ja, da braucht er auch wieder 10, 20, kann man braucht echt 10.000 Jahre, um das scharf zu stellen. Müsste sich, glaube ich, gleich scharf stellen. Ja. Ja, jetzt hat er es scharf gestellt, genau. Aluminium, also ist ein sehr hochqualitatives Produkt, wie man es so schön sagen kann. Ja. So. Ja, wunderbar. Das ist die Verpackung. Ah, jetzt hat er sich komischerweise scharf gestellt. So. So, wir kriegen jetzt hier ein Messer, genau. Das ist ja eigentlich wie ein Commentary. Ja, eigentlich schneidet man vom Körper weg. Ich muss dazu noch dazu noch sagen, ich habe ein bisschen irgendwie rumgerissen. Also so liebevoll beim Unboxing bin ich eigentlich gar nicht, aber ich habe es versucht. Aber da irgendwie, ich bin so leider so ein leicht ungeduldiger Mensch. Ja, das kann Ilse auch bestätigen. Entschuldigung. Ja, und was soll ich da sagen? So, ja, da haben wir es gleich auf. Ich glaube, ich hole nochmal das Messer raus. Lalalala. Na komm. Ja. So. Ja. Ich hab's eigentlich einigermaßen versucht, es normal aufzumachen. Ja, ist es. Zack. So, Entschuldigung. So, jetzt haben wir das jetzt gleich schön in der Hand. Von dem her. So. Da muss ich jetzt noch ein bisschen reißen. So schön sieht das halt nicht aus. Irgendwie so rumgerissen und nicht gekonnt. Ja. Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Achso. Entschuldigung. Ja, so. Ich bin ziemlich leise. Aber man müsste mich auch so, glaube ich, genug hören. So, da ist das gute Stück. Da haben wir. Ich würde jetzt sehr gerne hier ranzoomen. Aber das mache ich beim Schneiden selber. So. Das ist jetzt nämlich die Schutzfolie und da ist das schöne Mikrofon. Klasse, oder? Sehr, da, seht ihr das Mikrofon? Ah, jetzt hat er sich halbwegs scharf gestellt. Und das Ilse, die war ganz fasziniert. Okay, genau, das sind die, die man sich noch drauf machen kann. Hab ich extra mal zur Schau gestellt. Also Ersatzteil, also als Ohrpolster. Ja, erstmal beiseite gelegt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Gerät. Also der erste Eindruck, wo ich es in der Hand hatte, ist, es ist nicht schwer. Ah, da hing es noch ein bisschen fest mit der Kabellage. Das haben wir schon wieder ordnungsmäßig reingelegt. So, und ich glaube, genau das jetzt, das ist noch so eine extra Tasche. Na, ich hol es erstmal aus, man sieht's. Die Kamera braucht noch 10 Jahre, bis sie sich scharf stellt. So, jetzt nehme ich das ganz vorsichtig raus. Sieht man auch, nochmal schön die Kamera halten. Genau. So, legen wir mal wieder an euch. Schön daneben. So, und jetzt nehmen wir ganz vorsichtig die Kamera, das Headset raus. So, extra noch sämtliche Adapterkabel. Und ja, der erste Eindruck, wo ich es in der Hand hatte, ist war nicht so, es ist sehr angenehm. Da nochmal Hyper. Dauert wieder 10 Jahre, bis er sich scharf stellt. Ja, will er jetzt mal. Dauert auch, bis das kann man ja auch sich scharf stellt. Egal, ja. Da sieht man mein schönes Spiegelbild. Oh Mann. So, ja, es ist sehr elastisch, sehr biegsam. Und gleich sehe ich gleich nochmal,
ich es mir gleich kurz aufsetze und so weiter und so fort. Ja, das ist die Kabel. Ich glaube, das ist, weiß ich, glaube 2-3 Meter Kabel. Und der Ilse. So, da bin ich. So, da. Und ich höre top. Like. Ich höre gar nichts. Man hört nichts von außen. Also, ich muss selber schon schreien. So, und ja, toll. Sofa, Ilse. Miau. Zack. So, und jetzt legen wir es einfach mal wieder rein. Ordnungsgemäß. Ist auch nichts. Ja, wie gesagt, also wo ich es in der Hand hatte, ist es ein sehr schönes Gefühl. Es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Und ja, nochmal schön Kabellage, wie ihr es gerade sehen könnt. Wie gesagt, ist sehr gut in der Hand. So, ich habe so einen hässlichen Tisch. Ja, so. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, dann müsste das Video gleich zu Ende. Ich lege es ja mal ordentlich mal rein. So, und hier haben wir auch mal extra Adapterkabel. Was ich jetzt auch hier gerade mal demonstrieren kann. Nicht erschrecken. So, da sind wir wieder. Das ist das eigentliche Mikro. Aus dem ich gerade spreche. Also nichts Besonderes. Ja. Ne, ist halt. Aber ich habe jetzt eigentlich zwei Mikros, weil ich habe jetzt eigentlich ein Studiomikrofon. Und ich wollte einfach nur jetzt vor euch das komplett, also ist jetzt eigentlich das Video ist komplett Commentary, weil ich extra ohne Ton aufgenommen habe. Dann extra mit dem Headset zu sprechen. Ja, wir packen es wieder rein. So, wie lange geht das Video noch kurz? Ja, wir haben noch ein bisschen. Das war Ilse, Entschuldigung für die. So. Ja. Gut, das ist auch, wie gesagt, da ziemlich viel Adapterkabel dazu gelegt und so weiter und so fort. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das gesehen habe, was ich damit anfangen sollte. Jetzt ist es wunderbar scharf gestellt. Sorry doch mal, dass es so lange gedauert hat, dass er sich scharf gestellt hat. Ja. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich damit sehr zufrieden. Sehr. Ich glaube, das Video ist ein bisschen hinüber. Ja. Also, dann wisst ihr ja Bescheid. Ja. Wie gesagt, da packe ich es nochmal. Also, ich habe es halt voll vermasselt. Irgendwie jetzt komplett die Aufnahme. Habe ich jetzt so irgendwie das Gefühl. Ja, das ist genau, das ist der Schutz von dem Mikrofon, was ich dann irgendwie jetzt wieder rausnehmen werde. Ja. Oh, Ilse. ja, er braucht ja 50 Jahre, bis er sich scharf stellt. Egal. So, packen wir mal wieder rein. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video jetzt so gefallen. Ich werde es gleich noch zurechtschnibbeln. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben oder unten. Nach Kritik, ich bin sehr kritikfähig. Wie gesagt, ihr könnt euch ja gerne was dazu sagen oder kommentieren. Ich bin raus. Ciao.